Zu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.33 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren ersten DAX Trade für die kommende Woche vor und das wird ein Big Number Trade sein. 15.607 gehen wir long, 15.592 gehen wir short. Das ist unsere DAX Falle. Wenn der Markt, der deutsche Aktienindex, aus dieser Range rausgehen möchte, diese Zone verlassen möchte, sind wir definitiv dabei. Short oder long spielt hier keine Rolle. Ja, und Daily Pivot heute bei 15.589. Also die Order ist direkt auch scharf geschalten. Wir sind in dem Preisbereich und wir blicken auf diesem Chart auch einmal auf die Freitagssession am frühen Abend. Kleine Boxen, Blue Boxen, 10er. Eine 26er ist direkt in den Gewinn gelaufen. 18er sehen wir hier. 20er, 18er. Also ganz, ganz viele kleine Boxen hier am Freitag. Auch hier sauber in den Gewinn gelaufen. Wechseln wir in die grünen, das sind die Vola-Boxen. Und auch hier einmal den Forecast. Wo kommt die Vola-Box heute rein? 15.625. 15.625. Dann ziehen wir das mal hoch. Tuck, 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 tuck. Und zeichne das mal ein. So, 15.625 ist das Level heute. Und ja, wir sehen es am Freitag, sind wir nicht reingekommen in die Vola-Boxen. Schauen wir mal heute, ob der Markt sich heute in die Zonen rein bewegen. Und wir fangen dann an mit den Tagestrades und fangen an heute, habe ich nochmal von letzter Woche den Chart offen und wir starten mit dem Markt Ethereum und hier einmal zwei Blicks, einmal auf die Tagesstrategie Pro, da sehen wir auf Ethereum auf Weekly Basis ein Short Setup, Daily sehen wir, sind wir hier an dem Niveau von 1726, wo wir kleben, Zickzack Linie, einmal den Check D1 Short, Stunde, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Also eher die kurzen Zeitebenen drehen wieder bis auf den 4 Stunden Chart. Ja. Wir bleiben bei den Kryptos und gehen dann mit dem Bitcoin, der sich bei 30 sehr wohl fühlt. Daily Basis sind wir hier auf diesem Chart Short. Wir gehen mal auf die Tagesstrategie. So, Daily da auch Short und Weekly auch. Da gab es diese Wochenkerze hier, wo der Markt hier gestartet ist. Da sind wir nach wie vor Short. Vorlage Zickzack Linie. Daily Short, 4 Stunden Short. Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 Long. Also auch ähnlich wie bei Ethereum. Jetzt gehen wir in die Indizes rein, da einmal mit den Dow Jones, Wochenchart, sauber Long, Daily Chart auch Long, Vorlage Zickzack mal weg, Tagesstrategie, Weekly Short mit diesem Setup hier, rote Sonne, Daily Long, also hier schon etwas anders zu betrachten. 4 Stunden Long, Stunden long, 30 long, 15 long und 5 Minuten short. Also da auch hier die Gewichtung eher long. Gold als nächstes, weekly short, daily short. Einmal Wechsel zur Tagesstrategie. Weekly long Setup und noch kein Short, weil wir keine Sonne haben. Daily auch hier short. Und 4 Stunden Short, Stunde seitwärts eher Long. 30 sehen wir auch hier Long, 15 Long, 5 Minuten Long in diesem Markt. So,
Der nächste Markt hier ist der DAX. Weekly Long, Daily Long. Vorlage Tagesstrategie Pro. Auch hier rote Sonne, rotes Setup auf Daily Basis, eher noch Short. Weekly rote Sonne. Und jetzt gehen wir noch mal rein in die Zickzack-Linien. 4 Stunden Short im DAX, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also blicken wir auf den Markt nachher bei der Markteröffnung. S&P 500, ganz schnell mal durchgehen. Weekly Long, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Also S&P 500. Blicken wir auf die Nasdaq. Weekly Long, Daily Long. Auch hier einmal auf die Technologiebörse mit der Tagesstrategie. Weekly Long, All-Time High und Daily auch Long. 4 Stunden, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Letzter Markt, J.R. Ewing Öl. Wochenbasis war eine starke Kerze, Daily auch eine starke Kerze. Gehen wir rein auf Tagesstrategie Pro. Rote Sonne auf Daily, aber hier auch All-Time High. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long in diesem Markt. So, das bedeutet 15.607, 15.592 warten wir auf eine etwas größere Bewegung. Wir haben eine Trading Range heute Morgen von aktuell 22 Punkten, alles normal und warten jetzt auf die Markteröffnung. Es ist 8.40 Uhr. Wir sind Short im ersten Trade. Gewinnziel liegt bei 81, das heißt, wir müssen unter die Big Number bzw. unter dem Daily Pivot laufen. Erster Trade Short. Auf der gegenüberliegenden Seite ist jetzt multipliziert. Zehn Minuten kommt, öffnet dann Frankfurt. Schauen wir mal, wo der Kurs dann hinläuft. Eine Minute, die letzten bis zum Start. Wir sind Short im Markt, im DAX, 8.59 Uhr. Neunzehn Sekunden. Elf, der Countdown läuft jetzt. 9, 8. Wir sind short im ersten Trade. 6, 5, 4, 3 und los geht's. 9 Uhr, meine Damen und Herren, wir sind short. Und auf dem linken Bildrand die Vola-Box. Seht ihr 15, 6, 26 zu 15, 6, 0, 11. Und das war's. Ja. Der Serena aus dem Hamburger Hafen. Wir haben den Trade in den Gewinn gebracht und somit verabschiede ich mich bei den YouTubern. Das war unser Eröffnungstrade für unser Videotagebuch on the road to den 1000. Handelstag hier Aufzeichnung und wünsche euch allen gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter.